Herzlich willkommen zum 8. Workout, was wir heute vorbereitet haben. Da geht es nicht um eine noch bessere Übung. Wir haben schon so viel Übung gezeigt in diesen 7 Workouts, dass wir gedacht haben, heute geht es um das Trainingsprinzip. Es ist wieder etwas Neues. Es ist ein 3 Minuten, 10 Runden, 30 Minuten Workout. Ist das längste. Und wir haben 3 Übungen gewählt, die alle kennen, die viele schon gemacht haben und die man durchaus verändern kann. Ganz wichtig, das ist jetzt live, aber danach gibt es eben dann auch in der Beschreibungstext zu diesem Facebook-Video oder hier unten drunter bei Instagram bzw. YouTube einen Timecode. Du kannst eben dann zur Übungserklärung vorspulen, du kannst zum Trainingsstart vorspulen. Ich bin der Meinung, dass dieses Training keinen Sinn macht, nur einfach anzugucken, nicht mitzumachen. Deshalb ist meine Bitte an dich, an euch alle, macht mit bei diesem Workout. Genau, wir werden nämlich auch nachher, wenn wir dieses Workout selber mitmachen, durchführen, wenig reden. Vermutlich. Ja. Wir werden mal schauen. Ich erkläre euch erstmal, wie das Ganze funktioniert. 3 Minuten ist ein Satz oder eine Runde. In diesen 3 Minuten machst du 5 Burpees. Ich werde trotzdem nochmal die 3 verschiedenen Burpee-Versionen zeigen, also vom absoluten Einsteiger bis hin zu dem, der schon deutlich fitter ist. Dann 10 Liegestütz. Auch da gibt es Varianten von ganz einfach bis eben zu, gewöhnliche Liegestütz. Und 15 Kniebeugen. Auch da gibt es 2 Varianten, eigentlich sogar 3, die ich zeigen könnte. Die Klammer hinten dran, das ist schon mal eine Option, die man wählen kann, falls einem innerhalb von 3 Minuten, wo man das schaffen sollte hier, einfach zu wenig ist, dann kann man die Anzahl zum Beispiel schon verdoppeln. Also ich werde heute starten mit 10 Burpees, dann mit 20 Liegestütz und mit 30 Kniebeugen. Wichtig ist, das Ganze sollte man egal schaffen von 3 Minuten. Das sollte, gerade wenn man die Zahlen hier vorne betrachtet, keine wahnsinnig große Herausforderung sein. Und der Rest, bis die 3 Minuten dann voll sind, das ist dann die Pause. Das mag am Anfang relativ easy sein, so die ersten 2, 3, 4 Runden, aber dann merken wir eben, dass das Laktat, was eben dann während des Sports oder während dieses Satzes entsteht, nicht mehr so richtig abfließen kann und hinten raus wird es deutlich anstrengender. Ich möchte dieses Training heute verwenden, weil es hier auch viele, viele Variationsmöglichkeiten gibt und so habt ihr die Möglichkeit, eben das nach eurem persönlichen Gusto und Leistungszustand zusammenzustellen. Ich mache ein Beispiel. Du kannst aus 3 Minuten 2 machen oder 4. Du kannst die Rundenanzahl weniger machen oder auch mehr. Du kannst selbstverständlich ganz andere Übungen hier nehmen. Du kannst auch andere Wiederholungszahlen nehmen. Du kannst eine Übung weniger, du kannst 2, 3, 4 Übungen mehr machen. Wichtig ist eben dann, wenn man die Variation drin hat, ist das nicht nur gut für die körperliche Fitness, sondern auch, das merke ich bei meinem Sport immer wieder, es ist gut für den Kopf, nicht immer genau das Gleiche zu machen. Also, seht bitte dieses Training heute nur als Beispiel, mach es einfach mit und komm ordentlich ins Schwitzen. Genau, ja. Gibt es sonst noch etwas? Eigentlich nicht. Ringe ab. Machst du Ringe ab, das ist besser. Wir haben uns nicht vorgestellt. Ich muss meine... Ach, das... Wer auf meinem Kanal unterwegs ist, der weiß, dass ich der Patrick bin und meine bezaubernde Frau Eileen. Mhm. Meine Frau fast wieder hergestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das Kamera noch sieht. Fast, meine Frau hat einen Unfall, viele wissen Bescheid, aber weil eben irgendwelche Menschen, die 1, 2, 3 Jahren auf das YouTube-Video kommen, weil meine Frau hier ein bisschen fleckig ist, sie hatte einen Unfall mit heißer Erdbeermarmelade. Ja, das soll doch einmal ganz kurz erwähnt sein. Ich bringe jetzt die Kamera nach hinten und dann zeigen wir einmal ganz kurz, wie die Übungen hier funktionieren. Ich weiß, die meisten wissen, wie sie gehen, aber ich möchte sie einmal noch kurz gezeigt haben, als Chance für die, die sie noch nie gesehen, noch nie gemacht haben. Du erklärst, ich mache vor. Das finde ich gut. Mhm. Noch ein kleiner Hinweis. Wir werden hier bei diesem Programm nicht aufwärmen. Das kannst du zu Hause gerne machen. Wir sagen immer wieder vor jedem Video, du kannst jetzt die Übungen, die Eileen zeigt, einfach schon mal ein bisschen mitmachen. Dann kriegst du ein bisschen Beweglichkeit rein. Dann kommt der Kreislauf ein bisschen in Schwung. Aber dieses Training ist so aufgebaut, dass du theoretisch, jetzt kommt noch eine Variation, hinhören. Das könnte sehr spannend sein. Du könntest auch beispielsweise anfangen mit nur einem Burpee in den ersten 3 Minuten, mit nur beispielsweise 2 Liegestütz und 3 Kniebeugen. Und in der nächsten Runde machst du 2, 4, 6. Dann machst du 3, 9, war das richtig? Nee, 3, 8 und 12. Das heißt, du machst immer eine drauf oder immer 2 drauf. Das kannst du variieren, wie du willst. Du kannst von jeder Runde eine Wiederholung mehr machen. Ja, du siehst ganz viele Variationsmöglichkeiten. Und jetzt bringe ich die Kamera mal nach hinten. Jetzt geht's los. So. Falls die Fragen kommen sollte, was das hier oben für eine Uhr ist, das kommt nämlich ziemlich häufig, dann gebt doch bitte einfach mal bei Dr. Google ein, CrossFit Clock. Also CrossFit ist meine Sportart, da wird sie sehr gerne verwendet. Oder auch Timer, ich weiß nicht, ob das geht. Und dann Clock für Uhr, dann kommt ihr auf alle Fälle auf so eine Uhr, falls euch das interessiert. So, jetzt müsste eigentlich alles drin sein. Ich gehe noch einen Ticken zurück. Das ist eng, ich bin schon direkt an der Wand hier. Man sollte mich ja nachher auch ganz sehen, wenn ich hier vorne rumhample. Okay, los geht's. Eileen zeigt zum ersten Mal die Burpees. Es gibt zum einen die... Moment, es gibt zum einen die absolute Einsteigervariante für die Menschen, die noch nie Sport gemacht haben oder vielleicht ein sehr hohes Körpergewicht mitbringen. Da geht es darum, nee, das war sogar noch ein Ticken zu viel. Was? Soll ich euch mal zeigen? Also die bei uns in meiner Community wird sie Moppel-Burpee genannt. So, mit nach vorne gehen, oder? Das wäre eine Möglichkeit. Aber selbst ich weiß aus meiner Community, auch das ist für einige noch ein Ticken zu viel. Dann heißt es, komm irgendwie auf den Boden, nur nicht fallen lassen. Du kannst dich an der Couch abstützen, du hast einen Stuhl, du kannst dich am Knie abstützen. Das Ziel ist, dass du mit ruhigen Bewegungen ohne Ruck dich irgendwie hinlegst und dann wieder ganz vorsichtig aufstehst. Du kannst dich wieder abstützen und wieder hoch. Das war ein Moppel-Burpee. Okay. Dann gibt es die nächste Variante, ist das, was ich gezeigt habe, oder? Ja, also man kann schon mit Sprung arbeiten. Genau, ich habe vergessen, mich hinzulegen, ne? Ne, muss nicht unbedingt. Also der Original-Burpee, so wie er früher von Mr. Burpee erfunden wurde, irgendwann in den 1940er Jahren, der geht so. Jetzt mache ich doch einmal vor. Ja, mach mal. Der geht so. In diese Position springen und hoch. Ich mach's mal hier. Schaut. Nach hinten, in die Planke, hoch. Also ohne Liegestütz. Und die Profi-Version, das ist eben die mit einem integrierten Liegestütz. Klar, die hier. Runter. Hoch, zack. Runter, hoch, zack. Das ist die Profi-Version. Jetzt haben wir sogar 4 Versionen von diesem Burpee. Okay, also ich will die Version mit dem Liegestütz. Okay, nimmst du heute? Die nehme ich, ja. Okay. Ich habe jetzt auch schon über eine Woche nicht mehr richtig trainiert, außer Joggen, deshalb brauche ich das heute mal. Mal so richtig Gas geben. Ja. Die nächste Übung, das sind die Liegestütz. Das wird allein schon deshalb ein bisschen schwieriger, weil wenn man diese Burpees mit Liegestütz macht, dann hat man da schon in dem Fall 5 oder 10 gemacht. Wie viele Wiederholungen machst du nachher? 5 oder 10 in diesen 3 Minuten? Fängst mit 5 an? Ich fange mit 5 an, ich mache es genauso wie es steht. 15, 15 und wenn ich merke, dass ich mehr kann, dann erhöhe ich das auf 10. Wäre auch meine Empfehlung für euch, wenn ihr euch nicht so gut einschätzen könnt, dann fangt ihr mit 5 an, macht das vielleicht 5 Runden. Und in Runde 6 macht ihr eben dann 6 Burpees, dann 7, dann 8, dann 9, dann 10. Und die anderen könnt ihr gleich lassen oder eben auch sukzessive erhöhen auf 12, auf 14, auf 16, auf 18, auf 20. So. Da ist so viel Variabilität drin, das macht mir so Spaß an solchen Trainingskonzepten, da wird es nie langweilig. Gut, dann machen wir jetzt Liegestütz und zwar einmal gibt es auch die Möglichkeit, das kann ich jetzt, ihr müsst mich jetzt von hinten kurz anschauen, das ist an der Wand, der steht ein bisschen weiter weg. Und geht ungefähr, die Hände sind so, ja, so circa auf Schulterhöhe und dann drückt euch an die Wand. Ist das dann auch der Moppel-Liegestütz? Das ist der Moppel-Liegestütz sozusagen, ja. Also an die Wand, mit der Nase dran und wegdrücken. Das ist die ganz einfache Variante. Und dann kommt die Kindervariante. Ja, am Tisch machen, also weil das ist ja wirklich... Am Tisch würde es auch gehen. Man das auch machen. Natürlich kann man das auch hier machen. Sowas hier. An der Tischkante, der Tisch ist sogar noch ein bisschen höher, ja. Findet eine Variante für euch. Und je mehr man dann halt in die Senkrechte kommt, desto schwieriger wird es. Ne? Mhm. So, und dann ist... dann gibt es die Beginner-Liegestütz auf den Knien. Das heißt, die Füße sind so ein bisschen verschränkt. Und dann geht es nach unten. Ja. Mit der Nasenspitze Richtung Boden. Was ich immer wichtig finde beim Liegestütz ist, die Finger schön spreizen und so ganz leicht nach innen rotieren. Tut das so gut? Ja. Mhm, okay. Das sage ich in meinen Kursen auch. Kannst du machen, ist okay, natürlich. Und du zeigst jetzt den Ja, dann eben der gewöhnliche Liegestütz ist praktisch hier in der Planke, zack, runter und hoch. Also die hier. Sieht immer so easy aus, ne? Am Anfang sind sie noch easy, am Anfang. So, Kniebeuge. Kniebeuge am Stuhl wäre eine Möglichkeit. Ja, also du hast hinten dran Stuhl und gehst einfach nur bis zur Stuhlkante runter. Wichtig ist, dass du den Popo hinten rausschiebst. und nicht sowas machst hier, halt, im Rücken krumm. Also Popo hinten rausschieben bis an die Stuhlkante, wo du die Arme machst, das ist nicht ganz so wichtig. Wenn du sie vorne hast, neigt man dazu, dass man eben Rundrücken macht, du kannst sie gerne reinnehmen. Breit oder enge? Auch das ist nicht ganz so relevant. Ich sage immer so etwas mehr als schulterbreit. Fußspitzen leicht nach außen. Ich mache heute die Weiten. Okay, ich gehe nämlich so ein bisschen mehr in die Adduktoren, Innenoberschenkelmuskulatur und Popo. Ja. Brauche ich. Und ich mache die ohne Stuhl. Das bedeutet, ich schaue eben, dass ich dann ungefähr auf diese Position runterkomme, sodass die Oberschenkel in der waagrechten Position sind, vielleicht ein bisschen drunter und dann eben wieder ganz oben raus, Hüfte rausschießen. Ja, und da 30 Stück, also ich mache diese 30er-Variante, das wird dann schon mal ein bisschen anstrengend, weil insgesamt versuche ich dann auf 300 Kniebeugen zu kommen in diesen 30 Minuten. Das war's. Nochmal, wenn ihr die Übungen durch habt, der Rest bis zur nächsten vollen 3 Minuten ist Pause. Das heißt, je schneller ihr durchkommt, desto mehr Laktat habt ihr produziert, aber desto mehr Zeit habt ihr auch, dass es wieder abgebaut wird. Ihr könnt ganz entspannt da durchgehen, da wird auch nicht viel Laktat sich ansammeln, aber dann habt ihr eben auch wenig Pause hinten raus, bis die nächste neue 3. Minute oder 3 Minuten beginnt. Genug gequatscht, wir haben Musik zum ersten Mal. Endlich andere. Es ist aber auch immer frei von YouTube, ich habe da ein bisschen was zusammengesammelt. Es ist keine Sensation, es ist nichts zu tanzen. Bisher hat sich noch kein DJ bei uns gemeldet. Nein. Ne? Also falls da irgendein DJ mit bei ist, schreibt uns. Hm? Ich schaue mal, ob die Kamera noch läuft. Das wäre doof, wenn sie nie laufen würde. Vor allen Dingen, ist es mit der Matte, soll ich das so machen oder soll ich ein bisschen an den Rand gehen? Nee, ich denke, das sieht ganz gut aus. Also du siehst gut aus. Dankeschön. Wir gucken ja immer, dass wir in unserem Mini-Keller das möglichst für uns beide irgendwie hinkriegen. Ne? Ja, ich versuche, ich muss es wahrscheinlich so nach vorne machen. So, ja. Du bist auf der roten Matte. So. Dann letztes Start. Also hey, ihr könnt die ersten 2, 3 Runden, wenn ihr nicht mitmachen wollt, guckt zu, aber irgendwann hinten raus wird es echt langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Wenn das nicht die Live-Version ist, dann geht ihr am Schluss und guckt mal, wie die Runde 9 und 10 bei mir, bei ihr aussieht. Also ich hoffe, da sind wir schon ordentlich außer Atem. Starten wir? Geht noch ein Stückchen? Mhm. Ja. Hm? Ja? Lass die Flasche ruhig offen. Ja. Dann... ich mache die Musik an. Du startest die Musik. Die Uhr läuft. Noch 10 Sekunden. Wenn ihr wollt, ihr macht 5 Burpees, ich mache 10. Und dann geht's weiter. Juhu! Also, wenn es euch zu lange wird, könnt um den Blockjob. Nein, nein, nein. Dann erhöht ihr hier bitte. Macht es aber Schritt für Schritt. Jetzt nicht sagen, da mache ich auch 10. Das wird zu viel, das sage ich euch. Aber man kann geht langsam rein. Ja, können wir da runter machen, klar. Aber ihr werdet merken, wenn man einmal an die Grenze gekommen ist, der nächste Satz, der ist schon richtig hart an. Deswegen lieber, ihr könnt jetzt 6 Burpees machen. Beim nächsten Mal 7. Bis ihr bei 10 seid. Vielleicht sogar noch drüber. Den mache ich jetzt. Ich mache 6 Burpees. Und dann... Dann machst du 6 Burpees. Dann machst du 12 Liegestütz. Und 18, also immer 1, 2, 3 mehr. Achtung, geht los. 5 Sekunden noch. Mach ich. Oh. Das ist so, damit komme ich schon an meine Leistungsgrenze so ein bisschen, aber ist trotzdem noch entspannt. Genau, du kannst am Ende die letzten 3 Runden noch Gas geben. Weil wir machen jetzt 10 Stück davon. Ja. 10 Runden. Leiser. So. Auf alle Fälle ist es ein schönes Programm, wo ihr echt mitmachen könnt. Ne? Ja. Bleibt genug Zeit, um sich ein bisschen wieder einen ruhigen Formaten her. Ist doch ganz schön laut, ne? Naja, die meiste Zeit quatschen wir nicht. Und bleibt ruhig zwischen den Sätzen, in der Pause so ein bisschen in Bewegung, Beine ein bisschen schütteln, damit das Laktat auch ein bisschen besser abtransportiert. Okay, noch 20, dann kommt schon Nummer 3. Wenn ihr jetzt noch nichts spürt an Anstrengung, dann bitte aufstocken. Näher. Runde 3. Was auch wichtig ist, sage ich in meinen Kursen auch immer wieder, also von den Ausführungen her, wenn man sich da noch nicht ganz 100% sicher ist mit den Übungen, lieber dann etwas langsamer, als irgendwie so eine Kniebeuge zu machen, die bringt nichts. Also lieber etwas langsamer und tiefer gehen und schön wieder rauskommen. Hochbacken anspannen. Ja. Jetzt haben wir fast ein Drittel. Also spätestens, wirklich spätestens, ab Runde 5 muss es anstrengend sein. Sonst bringt das nicht so viel. Fertig wird mit seinem Block. Dann wird es anstrengend. Vorausgesetzt, ihr habt von Anfang an relativ hohes Tempo und individuell hohes. Wenn man ganz geschmeidig und langsam durchgeht, dann baut ihr auch nicht wahnsinnig Laktat auf. Deswegen macht das schon mit Zug. Schon Gas geben bei korrekter Trainingstechnik. Schön ist bei diesen 3 Übungen, habt ihr wirklich ein komplettes Ganzkörpertraining. Ja. Gerade für uns Frauen alles drin. Linker Arm, Brust, Po, Bauchstabilisation. Rücken fehlt ein bisschen, aber... Ja, das kommt noch. Nächstes Vollbau. So, los geht's. Wie viel? Ja. Gute Sportler. Gute Sportler schwitzen viel. Nee, das sagt, nee. Ich sage doch. Weil es gibt dem Körper die Möglichkeit. Nein. Aber du machst nicht so jeden Prozent. Ja, das ist schön. Es kühlt den Körper halt runter, wenn man schwitzt. Und ihr seht, ich trinke immer zwischendurch einen ganz kleinen Schluck. Muss man nicht machen. Ist eine Angewohnheit. Macht aber nicht besser oder schlechter. Davor, danach sollte normalerweise reichen. Wichtig ist, dass ihr trinkt. Immerhin, sie kann auch zwischendurch zappeln. Das spare ich mir. Auf in die sozusagen zweite Runde. Die erste Hälfte haben wir. Und los geht's. Das ist Wahnsinn! Der Patrick ist einfach eine Maschine. Ja, meine Frau auch. Ich kann mit ihnen einfach nicht joggen gehen, weil für ihn ist es dann wie Wandern, während ich am Joggen bin. Obwohl wir so schöne Berge haben, naja. Ich übernehme jetzt das Sprechen zu ihm. 1 Minute noch. Wenn man sich mal zwischendrin verzählt, passiert ganz schnell. Egal. Ob eine mehr oder 2 mehr oder weniger, das macht auch nichts aus. Du machst jetzt noch einen Plus. Warum? Wenn du rumzappeln kannst in der Pause. Noch 4 Runden. Kann ich jetzt 10, 20, 30 machen? Willst du? Mach ich. Wirklich? Mach jetzt 10, 20, 30, aber nur diesen Satz. Da passt mal auf. Meine Frau macht 10, 20, 30. Beobachtet sie mal, wie fertig sie nach nur einem Satz ist. Da merkt man einen Wahnsinnsunterschied, wenn die Pausen immer kürzer werden. Laktat in eurer Anstalt. Viel Erfolg. Achtung, los geht's. Sehr gut. Sehr gut. So, meine Lieben, hier am. Also, wir haben noch eine Minute Pause. Ich will noch was sprechen. Sie ist fitter als ich, hä? Aber besser. Nicht überfordern. Wichtig ist, man lernt auch, sich immer besser einzuteilen. Weil es so schön war, mache ich es trotzdem nochmal. Wow. Respekt. Aber ich weiß, ich merke, dass bei den Liegestützen möglich. Was, wie? Geht es mit den Runden? Naja. Sieht's? Nö. Geht. Die Liegestütze sind am gemeinsten. Vor allem nach den Burpees. Ja, aber du machst sie auf den Knie, oder? Ich mache sie auf den Knie und ich mache immer wieder eine Pause. Jetzt ziehst du auch nicht mehr durch. Jetzt nicht mehr. Sind ja auch schon wie viel? 140. Noch 3 Runden. Ja. Und es geht gleich wieder weiter. Juhu! Die sind echt fies. Ich schaffe meine 20. Chef? Im Satz davor verbrannt. Ich bin der beste Beweis. Ich schaffe ein bisschen. Sehr gut, Eileen. Aber schön am Kämpfen. Das ist eine gute Position, um ein bisschen Luft zu bekommen. Weil das Blut nicht nach oben gepumpt werden muss, sondern ein bisschen flacher. Und so kann man sich ein bisschen besser regenerieren. Geschafft? Wow. Alles gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Die Liegestütze, die tun mir echt weh. Aber wenn man mal ganz kurze Pause macht, 2-3 Sekunden, dann kann man wieder nachsetzen. Ja. Und so kann man die 20 Wiederholungen einfach zwar über einen längeren Zeitraum, aber man schafft es. Aber und jetzt kriege ich auch nichts mehr hin. Noch 2 Runden. Gebt uns mal richtig Gas. Versucht, 1, 2 mehr zu machen. Nur noch 2 Runden, okay? So, wir starten mit der vorletzten schon. So schnell sind 30 Minuten rum. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's richtig hart. So, jetzt geht nichts mehr. Ich vergesse zu zählen. Du bist bei 87. Ich mache 30 davon. Das ganze Workout geht jetzt noch ungefähr 3 Minuten. 1 Minute, 2 Minuten für die Übung. Dann habt ihr es geschafft. Und wir auch. Also beim Liegestütz habe ich jetzt halbiert. Ich kam nicht mehr hoch. Übrigens, liebe Leute, ihr seht, es ist jetzt kein so ein Vorzeigetraining von wegen noch 4, 3, 2, sondern das ist Real Life bei Heizmänner im Keller. Oder? Ja. Ja, das ist Training. Echtes Training. Normalerweise im CrossFit will ich jetzt mindestens die letzten 2 Runden übertrieben Vollgas geben, aber nee, heute nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Ich probiere überall mal 3-mal so viel wie die Einsteigerversion. Also 15, dann 30 und 45. Mal gucken. So, 10. 14. 15. 20. Oh. Oh. Okay. Man kann das Rad bzw. die Übung nicht neu erfinden, aber die Variation, da geht immer was. Und das ist immer das Wichtige beim Training, dass man nicht nur die Intensität verändert, sondern auch mal anders variiert. Aber eine Kniebeuge ist und bleibt einfach etwas, was wir im Leben tagtäglich brauchen. Socken anziehen, Hose anziehen, Gärtnern. Was gut für den gesamten Körper ist. So, ich gehe jetzt noch eine Runde joggen. Gut, das war's. Übrigens, ich schwitze etwas. Schatz, mir läuft der Scheiß den Rücken runter. Wow! Das war's. Training. Und jetzt nochmal 10 Sätze. Okay. Du brauchst einen Mundschutz, du spuckst bei oben. Oh. In der Familie muss man noch hin. Meine Lieben, kein großes Geschwafel mehr. Macht mit, variiert. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Tschüss, sagt Patrick und Eileen. Bleibt gesund. Und mach aber auch was dafür. Ciao. Tschüss.